In diesen 150 Jahren haben wir einen Punkt erreicht, wo wir hier ganz besonders viele Probleme haben. Die Psychologie ist der moderne Versuch, die Frage, was ist der Mensch, zu beantworten. Es ist eine Tatsache, die moderne Psychologie hat das Denken unserer Gesellschaft enorm geprägt im 20. und 21. Jahrhundert. Und so kann man sagen, nach 150 Jahren ist unsere Gesellschaft richtiggehend psychologisiert worden. Jeder kann sich heraussuchen, was er gerade möchte. Ist die Gesellschaft dadurch besser geworden? Haben diese Antworten wirklich geholfen? Wir sehen, dass in unserer Zeit so viele Menschen seelisch leiden wie nie in den vergangenen 150 Jahren zuvor. Und der Zusammenhalt in Ehe und Familie ist nicht besser, sondern deutlich schlechter geworden. 150 Jahre Psychologiegeschichte hat sehr, sehr viele Antworten, die sich gegenseitig widersprechen, geliefert. Wenn man das vergleicht mit der Bibel, ein Buch, das entstanden ist über Jahrtausende, da findet man eine innere Beständigkeit und Übereinstimmung an Antworten. Und es ist so, dass diese Antworten Menschen durch die Jahrtausende hindurch geholfen haben und das bis zum heutigen Tag. Und darum ist diese Frage Psychologie, Ausweg oder Irrweg, eine sehr aktuelle Frage, die jeden bewegen muss.